Seid gegrüßt, hier ist mal wieder euer 5 nach 5 am 10. August mit Celine und Lukas. Heute schon die zweite Folge. Wir haben nämlich eine klitzekleine Sonderfolge aufgenommen über das teilweise ja schon ziemlich leidige Thema Burgpassage in Braunschweig. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass der Investor insolvent ist und so weiter und jetzt erst recht unklar ist, wie es mit der Burgpassage weitergeht nach jahrelangem Leerstand bereits. Darüber sprechen wir in der Sonderfolge in aller Ausführlichkeit und deswegen haben wir jetzt hier Platz für alle anderen wichtigen Themen, die da wären, Silly. Wie friedlich ist die Lage in Braunschweiger Freibädern? Und dann sprechen wir über eine sehr witzige Werbekampagne beim VfL Wolfsburg. Und Wolfenbüttel darf sich vielleicht auf ein neues Open-Air-Konzert freuen. Sehr schön. Ja, ich persönlich lieb's ja total, ins Freibad zu gehen. Bin totaler Freibad-Fan, aber neben dem Wetter sind jetzt ja vor allem auch andere schlechte Schlagzeilen Grund dafür, dass Freibäder gerade so ein bisschen Probleme haben vielleicht schon. Naja, zumindest auf jeden Fall in Berlin, aber ich glaube auch in anderen Städten gibt's immer mal wieder Randale, Polizeieinsätze und so weiter. Und jetzt wollten wir einfach mal wissen, wie das in unserer größten Stadt in der Region aussieht. Und deswegen haben wir mal in Braunschweig nachgefragt. Und wie ich finde, mit einem interessanten Ergebnis. Ja, vor allem auch ein beruhigendes, finde ich. In Braunschweiger Freibädern gibt es nämlich überhaupt gar keine größeren Vorkommnisse, wie man sie schon oft von Freibädern in Berlin im Fernsehen gesehen hat und so. Also bei uns in Braunschweig alles ganz entspannt. Keine Randale, keine Polizeieinsätze oder sowas. Der Chef der Braunschweiger Stadtbäder sagt sogar, für uns ist es ein Thema, das von den Medien deutlich größer gemacht wird, als es ist mit dieser Randale in Freibädern. Es ist sogar schade, dass es ausgeschlachtet wird von den Medien. Also das ist ein Stück weit auch Kritik an der Presse, an uns. Er befürchtet auch, dass allein dadurch weniger Leute ins Freibad gehen, weil sie sich Sorgen machen, obwohl diese Sorgen eben grundlos sind. Und er sagt auch, der Großteil der Delikte in Freibädern sind übrigens Diebstähle. Und das ist ja eh immer irgendwie ein Thema. Was macht man mit seinen Wertsachen im Freibad, wenn man gerade ins Wasser geht? Lässt man die da einfach liegen? Ich lege immer nur ein T-Shirt drauf. Ja. Ein T-Shirt oder ein Handtuch oder so, ja. Ne? Aber klar, ich versuche eigentlich schon so wenig Wertgegenstände wie möglich mit schon ins Freibad zu nehmen. Mein letzter Freibadbesuch ist auch schon Jahre her. Das Handy nimmt man ja dann doch immer mit, ne? Und das ist ja wahrscheinlich genau das Teuerste, was man so hat, oft zumindest, ne? Aber ohne wo will man einfach dann alles nicht drauf ist. Ja, genau, das ganze Leben, ne? Eigentlich muss man das dann irgendwie dann doch wegschieben. Eigentlich traurig, wenn man sagt, da ist das ganze Leben drauf. Aber Naja, Bankkarte ist bei mir halt auch drauf, ne? Alle wichtigen Fotos, Online-Banking und so. Ne? Na, gut zu wissen, Lukas. Sag nächstes Mal im Podcast bitte, wann du ins Freibad gehst. Naja, aber ich meine, bei wem ist das denn nicht so, oder? Du machst doch bestimmt locker auch Online-Banking auf dem Handy, oder? Ja, aber meine Bankkarte ist nicht auf dem Handy. Ah ja, gut. Naja, ich meine, man braucht ja da auch bin ich noch oldschool. Man braucht ja PIN oder Fingerabdruck oder so, um dann die Karte auch zu benutzen. Egal, das Interview mit dem Bäderchef jedenfalls verlinken wir euch. Es geht nämlich auch noch um so ein paar andere interessante Themen, wie zum Beispiel Eintrittspreise in Braunschweiger Freibädern und auch das Ende der Freibadsaison, was hoffentlich noch ein bisschen auf sich warten lässt. Ja, vielleicht schon nächstes Jahr könnte es in Wolfenbüttel ein neues großes Open-Air-Festival geben. Es wird jetzt nach einem Veranstalter gesucht. Ja, Wolfenbüttel will ein Open-Air am Schlossplatz veranstalten lassen. Und die Rede ist davon, dass mindestens national bekannte Künstler mit dabei sein sollen. Ne? Also schon auch Stars, die man kennt, größere Namen. Ja, und die Stadt sucht also jetzt quasi eine Veranstaltungsfirma, die das organisieren wollen würde. Und bis November kann man noch sein Veranstaltungskonzept einreichen. Also Lukas, falls du Ideen hast, go for it. Ja. Aber da gibt es auch Kriterien, wie Nachhaltigkeitskonzepte, die eine Rolle spielen. Und ich glaube, spätestens im November könnte dann feststehen, ob so ein Open-Air-Event am Schlossplatz in Wolfenbüttel geben soll oder nicht. Ja, das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Wir würden uns für Wolfenbüttel freuen, die ja schon mit dem Summertime-Festival nebenan im Seligerpark ganz gut dabei sind. Früher gab es da auch öfters mal hier dieses Starset NDR 2. Das wäre jetzt auf jeden Fall interessantes neues Ding. Vorher freuen wir uns aber auch erstmal zum Beispiel auf das Cityfest in Lebenstedt. Das steht nämlich nächstes Wochenende an. Alle Infos zur Kirmes, zum Feuerwerk und zu den Neuigkeiten verlinken wir euch in den Shownotes. Ja, ich finde es immer super cool, wenn man so ein bisschen selbstironisch mit sich selber, mit seinem eigenen Image und so umgeht. Und deswegen riesengroßen Respekt an den VfL Wolfsburg. Die haben jetzt nämlich ihre neue Werbekampagne gestartet. Die ist richtig cool.
Ja, ich weiß noch, letztes Jahr gab es so ein Plakat vom VfL, auf dem stand Tradition seit FIFA 98. Ja, auch das mega geil, halt auch schon voll so selbstironisch. Und jetzt heißt es eben aus Tradition verhasst. Also das ist einer der neuen Slogans, den man auf Werbeplakaten und online in Werbeanzeigen lesen kann. Und da muss ich sagen, das ist doch auch echt total clever, oder? Also ich meine, das ist einfach geil gemacht. Ich glaube, so muss Werbung aussehen, um zu catchen. Und das findet irgendwie jeder cool. Auf dem Plakat sieht man dann noch so jubelnde VfL-Spieler und man erkennt auch relativ klar die Tribüne des Eintrachtstadions in Braunschweig dahinter. Und das ist einfach cool. Da sind dann sogar noch so ein paar blau-gelbe Fans. Das ist also dann relativ eindeutig ein Bild vom Pokalspiel letztes Jahr. VfL gegen Eintracht, was die Wölfe ja gewonnen haben. Ja, das ist wirklich schon eine ziemlich witzige Stichelei. Das Bild und noch ein anderes interessantes Plakat verlinken wir euch natürlich. Ja, und wir bleiben sogar noch ein bisschen beim VfL Wolfsburg, denn der VfL wird ja maßgeblich, wissen wir alle, von Volkswagen gesponsert. Jetzt gibt es aber in der Bundesliga eine interessante Entwicklung, nämlich wird jetzt auch noch der VfB Stuttgart neuerdings stärker von Porsche gesponsert. Und Porsche ist ja bekanntlich eine Volkswagen-Tochter. Ja, und wir wollten jetzt mal wissen, was das jetzt eigentlich so für Folgen haben kann. Es könnte ja sein, dass da so eine Art Konkurrenz entsteht zwischen dem VfB Stuttgart und dem VfL Wolfsburg. Und das hat unser Kollege Thomas Kruse mal genauer unter die Lupe genommen. Den Text verlinken wir euch auch. Ja, und jetzt muss natürlich allein der Fairness halber auch die Eintracht nochmal zu Wort kommen. Freitag in Braunschweig, ja, der Pokalkracher. Ich freue mich schon total drauf, habe sogar Tickets bekommen. Zur Einstimmung empfehlen wir euch die neueste Folge unseres Podcasts Löwengebrüll. Da quatschen unsere Kollegen Leo und Dirk über alle wichtigen Details und auch über die Chancen der Eintracht. Hat mich total gefreut, was Dirk gesagt hat. Er ist nämlich eigentlich Schalke-Fan und er meint, er rechnet mit einer Verlängerung in einem Elfmeterschießen. Und ja, die Hauptsache ist vor allem, dass Eintracht nicht früh in Rückstand gerät. Dann ist alles möglich. Ja, und ich habe gesehen, ganz bald treffen die ja dann, glaube ich, auch schon wieder aufeinander. Ja, ne? Dann aber in der Liga. Ja, eigentlich kann Schalke, glaube ich, gleich in Braunschweig bleiben und sich anmieten. Ich glaube, das wird dann auch wieder ein Heimspiel für Braunschweig dann in der Liga. Ja, genau. Ja, ja. Ja, das wohl peinlichste Konzert des Jahres in Braunschweig hat es jetzt vielleicht diese Woche in der Kuferhalle in Braunschweig gegeben. Da ist nämlich eine alte Hardcore-Metal-Band aufgetreten, die wohl ziemlich legendär war, hatten in den 80er Jahren wohl auch großen Erfolg. Ja, und die machen jetzt immer noch Musik. Das an sich ist ja erstmal noch gar nicht so unüblich. Machen ja irgendwie alle alten Bands, ne? Die Stones und so weiter. Und auch diese Band, wie heißt sie? Gangrene oder so, die touren halt noch durch die Gegend. Von der Originalbesetzung ist noch ein einziges Mitglied mit dabei, der heißt Chris Doherty. Und ja, der soll beim Konzert hauptsächlich sturzbetrunken gewesen sein, konnte nicht gerade stehen. Er hat selber noch gesagt, das liegt wohl an einem Schlaganfall oder sowas. Aber auch so ging es dem wohl nicht so gut. Den Gesang hat die meiste Zeit dann einfach eine Person übernommen, die auf der Bühne stand. Im Publikum kannte den aber erstmal niemand, also keiner wusste, wer ist das jetzt eigentlich? Und ja, dem eigentlichen Sänger hat man dann einfach ab und zu mal so das Mikrofon rübergehalten und der hat dann irgendwas reingenuschelt, hatte dann auch sein Handy in der Hand, hat Voicemails gesprochen und sowas. Also es soll eigentlich dann auch schon wieder ziemlich legendär gewesen sein. Also wäre ich eigentlich gern dabei gewesen, hätte das mal miterlebt. Den Bericht, wirklich sehr lesenswert, verlinken wir euch. Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Falls ihr irgendwas auf dem Herzen habt oder Fragen oder Anmerkungen, Kritik, sonst was, dann schickt uns eine Mail an 5nach5@funkemedien.de oder schreibt es uns per WhatsApp. Die Nummer findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch einen richtig schönen Feierabend. Schönen Feierabend. Bis morgen. Tschüss. Tschüssi.